Hallo, hier ist Berit von der Firma BBRU und im heutigen Video möchte ich euch zwei Fragen beantworten, die ihr ab und zu per E-Mail stellt. Beim Huckepack Fullbuckle hast du die Möglichkeit, entweder die Träger hier am Paneel zu befestigen oder hier unten am Hüftgurt. Hast du die Träger nun am Hüftgurt befestigt und ziehst nun die Träger fest, rutscht dir vielleicht der Hüftgurt mit hoch. Und zwar liegt es daran, dass du den Hüftgurt nicht fest genug gezogen hast. Das heißt, wenn du die Träger am Hüftgurt befestigt hast, musst du zuerst den Hüftgurt richtig schön festziehen, damit er dir wirklich richtig schön anliegt. Und dann kannst du die Träger festziehen und der Hüftgurt wird unten bleiben. Bei der zweiten Frage, die ihr manchmal stellt, geht es auch um einen Hüftgurt, der zu locker angelegt ist. Und zwar, wenn ihr zum Beispiel den Hüftgurt angelegt habt, euer Kind vor den Bauch reinsetzt und dann das Kind mit der Trage zusammen auf den Rücken dreht, dann kann es sein, dass dadurch, dass der Hüftgurt eben noch locker ist und ihr den ja auch locker, ein bisschen locker lassen müsst, wenn ihr das Kind nach hinten dreht, dass euer Kind hier in den Hüftgurt reinrutscht. Und zwar, wenn das hier nicht festgezogen ist und ihr euer Kind hier reinsetzt, dann kann das Kind durch sein Gewicht hier unten in den Hüftgurt reinrutschen und der Hüftgurt wird sich hier ein bisschen verbiegen. Und auch hier ist es wichtig, dass ihr den Hüftgurt wirklich richtig festzieht, damit euer Kind nicht in den Hüftgurt reinrutschen kann. Wenn ihr euch jetzt mal den Hüftgurt von der Huckepacktrage anschaut, das ist der gleiche Hüftgurt beim Fullbuckle, beim Halfbuckle, Fraptie. Und dann seht ihr, dass über die gesamte Hüftgurtbreite hier das Gurtband geht. Und wenn ihr den Hüftgurt wirklich richtig festzieht, dann ist dieser obere Teil wirklich sehr stabil und euer Kind kann nicht reinrutschen. Wenn du nun dein Kind vor dem Bauch in die Trage getan hast und dein Kind mit der Trage zusammen auf den Rücken gedreht hast, ist der Hüftgurt jetzt noch recht locker. Und es kann eben sein, dass dein Kind schon durch sein Gewicht hier in den Hüftgurt reingerutscht ist, bevor du das Gurtband festziehen konntest. Dann kannst du hier nochmal unter den Po deines Kindes greifen und dein Kind ein bisschen anheben. Und dann kannst du den Hüftgurt wirklich richtig schön festziehen, dass der wirklich hier richtig schön straff ist. Du kannst natürlich auch die Schulterträger noch festziehen. So. Und dann sitzt es wirklich hier so fest, dass dein Kind keine Möglichkeit mehr hat, hier in den Hüftgurt reinzurutschen.